Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in meiner Reihe Schon gesehen möchte ich dir heute die neuen Incolors von Stampin' Up! Vorstellen. Die sind im neuen Jahreskatalog, der ab Mai gilt, für 2 Jahre erhältlich und zwar von 24 bis 26. Katalog darf ich noch nicht zeigen, erst ab Mai, aber wie man an meinem Exemplar sieht, ich habe mir schon viele Ideen markiert, was ich basteln will. Der ist wirklich schön, der Katalog. Schönes Ideenbuch. Aber zu den Encalas. Südseesommer, Glücksgrün, Petunienpink, Rosé, das hat keinen Doppelnamen abbekommen, und Pfirsichcreme. Und ich muss sagen, ich finde die Farben richtig toll, vor allem diese drei. Das sind echt mal meine Farben, auch wenn ich eigentlich nicht so der Rosa-Typ bin. Ja, dazu gibt es natürlich passenden Farbkarton. Südseesommer, Glücksgrün, Petunienpink, wenn es mal will, Rosé und Pfirsichcreme. Und wenn das nicht genug wäre, haben wir auch noch passendes Designerpapier. Ich hole hier mal so meine Schnipsel raus. In diversen Mustern, Kreise, tja, Muster. Das ist Glücksgrün in Pfirsichcreme. Petunienpink, das ist eins der anderen Muster. Es gibt vier Muster. Kann ich mal so hinlegen. Was haben wir hier noch? Das ist in Rosé. Und uns fehlt noch der Sommer. Ne, das ist er nicht. Hier ist er. Und Südseesommer. Also wirklich schöne Farben, kann man tolle Sachen mitmachen. Zusammen finde ich sie ein bisschen kräftig, aber so zwei oder drei zusammen ist wirklich schön. Und das will ich jetzt auch mal zeigen, was man damit so machen kann. Ich habe eine Karte vorbereitet. Und zwar zu jeder Karte, zu jeder Farbe eine Karte. Und zwar eine einfache Hochkant-Isel-Card. Hier, Pfirsichcreme. Südseesommer, Rosé, das ist echt ungewohnt, dass es da keinen Doppelnamen gibt, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Und Petunienpink, Glücksklee fehlt noch, Glücksgrün, nicht Glücksklee. Das bastel ich jetzt mit dir zusammen. Ich habe die Karte so gemacht, man sieht, die ist sehr flach in der Aufstellung. Habe ich mit Absicht gemacht, man kann das hier natürlich woanders hinschieben, weiter nach hier hinten. Dann steht die Karte höher. Aber ich wollte innen drin Platz haben zum Schreiben. So. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Ich räume nur erstmal meinen Schreibtisch rein. Schreib mir gerne, wie du die Farben findest. Finde ich immer spannend. So. Du brauchst für diese Karte ein großes Stück Farbkarton in 10,5 x 28 cm. Das wird gefalzt bei 7 und bei 14 cm. In derselben Farbe ein Stück Farbkarton in 10,5 x 14. Ein Stück anderen Farbkarton in 10 x 13,5 und 10 x 2,7. Ein Stück Designerpapier in 9,5 x 13 und in 9,5 x 2,2. Für innen ein Stück weißen Farbkarton in 10,5 x 10 und je nachdem, was du als Verzierung verwenden möchtest, noch ein kleines Stück weiteren Farbkarton. Ich habe mich hier für das Planted Paradise entschieden. Das ist so ein Stempelset, wo man die Stempel von beiden Seiten nutzen kann. Ich hoffe, das kann man jetzt hier mal sehen. Also auf dieser Seite sind die Rillen. Das heißt, das stempelt man den ersten Abdruck, damit er schön kräftig ist. Und auf der Rückseite ist es glatt. Und damit stempelt man dann einmal den Abdruck auf dem Papier und dann auf sein Projekt, damit sie es von der anderen Farbe abhebt. Oder man macht es in zwei Farben. Ist ganz witzig, kann man echt eine Menge Blumen mitmachen. Kann man auch so aufhängen, die Blumen. Kleiner Schmetterling ist sogar noch dabei. Kann man schön was draus machen. Hier für den Spruch habe ich das neue Set verziert formuliert genommen. Das ist in online exklusiv und wirklich
unheimlich schnell eine Karte mitgestalten, muss ich sagen. Wirklich, wirklich tolles Set. Gesund, Glückwünsche zum Jubiläum, Save the Date, alles dabei. Und zuletzt noch hier, um den Rahmen zu machen, habe ich Basics mit PEP verbindet. So, jetzt fangen wir aber mal an. Das große Stück Farbkarton, wie gesagt, wird gefalzt bei 7 und bei 14 cm. Dann haben wir das zweite Stück Farbkarton. Der Farbkarton in der anderen Farbe ist 10 breit, das habe ich schon, mal 13,5. Und nochmal ein Stück in 2,7. Das ist ein etwas ungewöhnliches Maß, aber dazu sage ich gleich was. Und zwar das Designerpapier in 6x6 Inch, also 15,2x15,2, schneide ich mir auf 9,5 und 13 cm. Und dann bleibt unten ein exakten Streifen von 2,2 cm über. Und weil ich überall den gleichen Abstand haben möchte, hier rundherum, habe ich deshalb den Farbkarton daran angepasst, 5 mm dazu, 2,2, 2,7. So, dann kommt bei mir das Schneidebrett auch schon weg. Und ich brauche noch ein bisschen Materialien. So, das große Stück Farbkarton. Ich habe hier Vanille genommen, weil ich das sehr schön dazu finde. Einmal nach innen falzen und nochmal nach innen falzen. Schön die Kanten nachziehen, das ist ganz wichtig. Und dann klebe ich jetzt schon das zweite Stück auf, damit ich einfach nachher die Richtung weiß und nicht das versehentlich verkehrt herum aufklebe. Man kann das mit Flüssigkleber machen. Ich bin da gerade einfach zu faul zu und nehme deshalb doppelseitiges Klebeband. Funktioniert aber beides hervorragend. So, lege ich flach hin und gucke, dass diese Seite mit der übereinstimmt und ebenso hier. Also der Kleber ist nicht ganz an der Kante dran, deshalb kann ich das hier so durchschieben, ausrichten. So. Und dann lege ich es flach hin, dass es schön hier drüber ist. Und damit ist das Grundelement der Karte auch schon fertig. Dann kommt jetzt Glücksgrün. Kleber, Kleber. Und jetzt klebe ich einfach nur die einzelnen Schichten übereinander. Und das ist wirklich ratzfatz gemacht. Aber ich finde mal so eine Hochkant-Isel-Karte sehr schön. Einfach mal, da sieht man ein bisschen mehr von. So, gucken rundherum 2,5 mm Abstand. Vielleicht ein besseres Augenmaß als ich hier gerade. Aber das geht. So, jetzt muss ich überlegen. Diese Seite wollte ich haben. Ja, falls du noch keinen Katalog hast, schreib mir gerne. Entweder in den Kommentaren oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in der Beschreibung. Dann schicke ich dir noch einen Katalog zu. Wirklich schönes Ideenbuch, muss ich sagen. So. Und wie gesagt, hier ist gestempelt. Hier habe ich auch zum Beispiel mit zwei Abdrücken gearbeitet. Und das mache ich jetzt mit den Dimensionals, damit das ein bisschen hoch steht. Das braucht auch nicht viel. Ich mache da jetzt wirklich nur so fünf kleine drauf. So, kleben, der klebt noch nicht. So. Und gucke, dass ich mir das hier mittig ausrichte. Und damit ist die Vorderseite schon fertig. Aber hält noch nicht. Dafür die anderen beiden Streifen.
Und jetzt muss ich gucken, wie möchte ich es haben. Möchte ich es andersrum von der Farbe haben? Oder will ich es im selben Farbton haben? Ich glaube, ich nehme hier im selben Farbton. Das finde ich ganz witzig. Ich lege mir meinen Streifen beiseite. Habe mir hier schon den Spruch Glückwunsch, jedenfalls hoffe ich das, ja, Glückwünsche, auf meinen Stempelblock geklebt. Und ich empfehle wirklich, den Streifen drauf zu kleben, wo der Schriftzug drauf ist, damit man sieht, was man wo stempelt. Bei dem hier ist das, geht das noch mit dem G, aber sonst steht man da ohne irgendwas und weiß nicht, wo man es hinschieben soll. So. Und damit man das auch wirklich sieht, habe ich mich für Marineblau entschieden. Ist ja eh eine meiner Lieblingsfarben. Marineblau geht immer, sage ich. So, richte mir meinen Streifen hier an den Linien aus. Und kann dann jetzt sehen, wo ist mein Glückwünsche und wie stempel ich es auf. Kann das hier ganz langsam absenken. Einmal kräftig drücken, nicht wackeln, ganz wichtig. Sonst sieht das mal echt schäbig aus. Und mit diesem Streifen finde ich total schick. Ja, was gibt es sonst zu den Inkalas zu sagen? Wie gesagt, die sind 2 Jahre lang im Katalog. Danach fallen sie raus. Dann kommen natürlich neue. Es kommen jedes Jahr neue. Also wir haben jedes Jahr insgesamt 10 Inkalas, die halt auch durchwechseln. Mal pastellig, mal jetzt pastellig kräftig, sage ich mal. Davor war es eher sehr dunkle Farben. So, dann gucke ich hier wieder, dass ich meinen Abstand von 2,5 mm habe. Und will aber, dass das wirklich dahinter festhält und nehme dafür die Randstücke von den Dimensionals. Die lassen sich nämlich auch hervorragend verwenden. Und setze die hier wieder, wie gesagt, mit 2,5 mm Abstand drauf und hält. Dadurch, dass es etwas höher ist, rutscht es da drunter. Ich zeig das mal. Da sieht man so ein bisschen, also gucken, wenn ich hochkomme, da sieht man, das rutscht da so drunter und dann kann die Karte auch nicht umfallen. Wie gesagt, ist halt nicht ganz so hochkant, das kann man aber selbst entscheiden, ob man es vielleicht lieber hier oben haben möchte, damit die Karte höher steht. Ich möchte aber viel Platz zum Schreiben innen drin haben, deshalb habe ich es nach ganz vorne gesetzt. So. Und dann gucke ich, eine Seite ist 10,5, eine ist 10. Das passt ja auch rundherum mit meinen 2,5 mm Abstand. Und schon ist meine Hochkant-Isel-Karte fertig. Ich zeige sie dir jetzt nochmal alle, damit du die Farben nochmal siehst. Ob ich überhaupt alle ins Bild bekomme. Das sind die neuen In-Colors von Stampin' Up. Schreib mir, wie gesagt, gerne, ob sie dir gefallen, welche dir am besten gefällt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, damit ich weiß, ich mache so weiter. Oder ich ändere vielleicht mal was. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Annalene. Tschüss!